von Bethlehem zur Stadt Jerusalem und trug zum Tempel ein das zarte Jesulein. Das Kind sie opfert dort nach des Gesetzes Wort, reicht es dem Priester dar, von Täublein auch ein Paar, löst ein durch solch Entgelt den Herren aller Welt. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herzlich willkommen, sage ich, zur Feier dieser heiligen Messe hier in der Stadtpfarrkirche St. Stephan von Mautern, wo wir heute diese Eucharistiefeier mit zwei besonderen Zeichen auch begehen. Zum einen holen wir schon das bevorstehende Fest Darstellung des Herrn oder Maria Lichtmess herein durch die Segnung der Kerzen und dann eine stellvertretende Mini-Prozession, tatsächlich eine Mini-Prozession mit unseren beiden Minis, mit dem Gregor und mit dem Laurenz, wo wir durch die Kirche gehen, während dann das Lichtmesslied weiter gesungen wird. Ich segne hier jetzt die Kerzen für die Kirche, für den Gottesdienst. Ganz unterschiedliche, für das ewige Licht, die Kerzen für Prozessionen, für den Altar, kleinere, größere, für die Kreuzwegstationen und schließlich auch stellvertretend für alle, die Lichter entzünden, das Jahr über hier beim Eingangsbereich in der Kirche, beim Jesusbild, die kleinen Votivkerzerln, Teelichter. Und erinnere daran, dass 40 Tage nach der Geburt des Erlösers Josef und Maria Jesus dargestellt haben im Tempel. Sie haben damals zwei Turteltauben dargebracht im Tempel. Und da hat der greise Simeon gesagt über Jesus, er ist das Licht zur Erleuchtung der Heiden. Und er ist der Erlöser seines Volkes Israel. Und daran denken wir, wenn wir Kerzen entzünden in der Kirche. Christus ist das Licht der Welt, das Licht aller Menschen. So bitten wir dich, gütiger Gott, du hast uns deinen Sohn geschickt als das Licht der Welt. Wir bitten dich, segne diese Kerzen, die für den Gottesdienst bestimmt sind, für unsere persönliche Frömmigkeit, für unsere Anliegen und die uns erinnern, dass du gegenwärtig bist, der Lebendige bist. Schenke dein Licht uns Menschen auf dieser Welt und lass den Frieden wachsen und das Miteinander unter den Menschen und Hilfe in dieser Zeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir nehmen jetzt unsere Kerzen, ich habe die beiden Minis gebeten, stellvertretend für die anderen auch erstens einmal zwei Kerzen auch zu nehmen. Auch stellvertretend für alle, die jetzt hier mitfeiern. Ich gebe euch das Licht weiter. Vom Licht kann man ja sagen, wenn wir es weitergeben, verlieren wir nicht, sondern es wächst das Licht, je mehr dieses Licht tragen. Wir werden dann diese Kerzen hineinstecken vorne in die Schale und nach dem Gottesdienst lade ich euch auch ein,
auch eine Kerze zu holen und sie dann dort hineinzustecken. Und den ganzen Tag über wird das Gotteshaus offen sein, wenn jemand kommen möchte und auch eine geweihte Kerze mit den persönlichen Anliegen hineinstecken möchte, kann er das tun oder kann sie das tun. So ziehen wir mit dem Licht des Herrn. Es ist heute der vierte Sonntag im Kreis des Kirchenjahres. Und wir gedenken heute ganz besonders der Verstorbenen der Familien Gruber und Pugel und mit der Pfarre Arnsdorf gedenken wir mit Familie Hofbauer der Verstorbenen Angela und Leopold Hofbauer. Wir sind ja besonders verbunden hier in Mautern mit den Pfarren Rossatz und Arnsdorf. Jetzt wollen wir dem Herrn danken, dass er uns sein Licht schenkt und im Gloria Gott den Herrn loben. Gloria! Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. In der Lesung hören wir, dass Gott seinen Propheten erwählt,
dem er seine Botschaft auf die Zunge legt. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum du auch am Horeb, am Tag der Versammlung, den Herrn, deinen Gott, gebeten hast. Als du sagtest: Ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der Herr zu mir: Was sie von dir verlangen, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen, und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Alle. Das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In Kapharnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Vorweg, liebe Schwestern und Brüder hier
in unserer Pfarrkirche von Mautern, in unserer kleinen Schar, die eng bemessen ist in dieser Zeit des Lockdown, und alle, die uns verbunden sind über Livestream, jetzt unmittelbar live, oder es sind viele, die auch später die Gelegenheit nützen, im Internet noch den Gottesdienst nachzusehen. Vorweg nur im Live-Chat bei der Übertragung. Letzte Woche, manche schreiben Grüße hinein, Wünsche, Gedanken auch oder Bitten, Anliegen oder Friedenswünsche. Da gab es auch eine kurze Frage, wie das ist mit meiner Kopfbedeckung beim Gottesdienst. Eine Verunsicherung. Nein, keine Verunsicherung, es ist eine rein praktische Frage. Wir haben, abgesehen von der Bankheizung, momentan eine Grundtemperatur von immerhin plus 1 Grad in der Kirche. Nachdem ich leicht erkältet bin und eine Glatze habe, brauche ich diese Haube zum Schutz. Einfach rein gesundheitlich. Dieser Hinweis. Okay. Und ich sage es auch so den Leuten in unserem Pfarren, wenn wer im Winter, wo es kalt ist, eine Kopfbedeckung aufsetzen möchte, das entehrt nicht den Gottesdienst. Früher war man da ganz streng, da durfte niemand bei viel kälteren Temperaturen, wenn nichts geheizt war in der Kirche, nichts aufsetzen bei den Männern, bei den Frauen schon. Das soweit. Wir haben im Evangelium etwas gehört, was uns einigermaßen befremden kann. Bei Jesus ist uns ziemlich klar, was uns fasziniert, schon Kinder fasziniert. Aber jeder, der hinhört und hört, dass Jesus Kranke heilt, Gelähmte wieder zum Gehen bringt, Blinde sehen macht oder Stumme redend macht, Taube, die wieder die Ohren aufmachen können und hören können, und sogar, dass er Tote erweckt, das ist unheimlich faszinierend. Und er sagt auch, wo das geschieht, da spürt ihr, da ist Gottes Kraft dran, Gottes Kraft zu spüren. Es gibt einen Bereich, der ein bisschen schwieriger ist, ja? Dort, wo Jesus Besessene heilt, von Dämonen Besessene, Menschen, die also in inneren Zwängen sind, in einer Sucht sind. Heute würden wir manches mit krankhaften Zwängen und so weiter erklären, aber gewisse Phänomene kennen wir heute auch. Es war nicht nur so, in einer Situation wie damals die Menschen es erfahren haben, wenn jemand besessen war, dann war irgendwie dem Teufel ausgeliefert. Wir können das heute anders sehen. Nicht weniger brauchen viele Menschen Unterstützung. Ja? Und irgendwie kennt jeder ein bisschen etwas, dass wir Menschen verwundbar sind und selber gefesselt sein können, unfrei sein können, besessen vielleicht von einer Idee oder von einem Hass, besessen vom Geld, von Vergnügungssucht, besessen von manchen Dingen, die uns die Freiheit nehmen, wo du nicht mehr anders handeln kannst. Es gibt nicht wenige Süchte. Ja, jeder Mensch hat ein gewisses Suchtpotenzial. Ob es eine Spielsucht ist, ob es Alkohol ist oder etwas anderes. Keiner kann über den anderen sagen oder sich erheben und sagen, das würde mir nie passieren. Und die Erzählung, die wir haben im Evangelium von der Befreiung dieses Menschen in der Synagoge, im Gebetshaus von Kapernaum, ist eine herausfordernde. Denn Jesus kommt in dieses Gebetshaus, wo er später auch die einzigartige eucharistische Rede halten wird, wo er spricht vom Brot, das vom Himmel kommen wird, vom wahren Brot vom Himmel, das er selber ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Er ist dieses Brot. Und da
ist einer, der besessen ist, ganz offenbar wirklich von einem Dämon, von einem satanischen Dämon besessen, und der spricht Jesus an, der erkennt ihn. Ja? Der Teufel kennt Gott, Jesus, und sucht die Ferne, die Distanz, weil er ihn nicht erträgt. Wo Jesus ist, weicht böser Geist, weichen Dämonen. Und so manche Dämonen können auch uns im Leben bedrängen, vereinnahmen. Und da ist es gut, auch diese Kraft von oben zu spüren, zu erbitten, den Heiligen Geist, der befreit. Das ist eine Uraufgabe eigentlich für Christinnen und Christen, für die Kirche, zu befreien, zu heilen, zu befreien, das Reich Gottes zu verkünden. Das sind so Grundaufgaben. Freiheit wollen wir Menschen alle. Wir merken gerade in dieser Zeit, wo uns gewisse Freiheiten auch genommen sind, dass das ganz schön schwierig ist, dass das Spannungen erzeugt in uns, um uns, in unserer Gesellschaft. Und das drückt sich auch in so manchen Widerstand aus. Freiheit ist etwas sehr Verletzliches. Deswegen ist es in der politischen Verantwortung auch sehr, sehr herausfordernd, nicht einfach, sozusagen das Mindestmaß an Freiheit zu erhalten und möglichst wenig einzuschränken, wenn es nicht Begründung dafür gibt. Verständlich, dass es da ein Ringen auch darum gibt in dieser Zeit der Pandemie. Und deswegen ist das Gebet für alle, die Verantwortung tragen, auch wichtig, das Richtige zu erkennen. Das total Richtige gibt es dann nie. Ja, es ist immer ein sich nähern dem, was mehr dient, ein Abwägen. Wir brauchen aber die innere Freiheit, gerade um so eine Situation bestehen zu können. Es gibt sowas wie eine gewisse Befreiung, die wir im Alltag dann dort erleben, wo du lachen kannst, ja? Wo Humor zum Durchbruch kommt. Ja? Dort merken wir auf einmal, wird es innerlich ein bisschen lockerer und leichter. Ich glaube, der Teufel hat keinen Humor. Von einem Christen sollten wir erwarten können, dass er einen Humor hat. Humor kommt von dem lateinischen Wort Humus. Das ist die Erde, der Boden. Ja? Wer humorvoll ist, der ist bodenständig. Es gibt Menschen, die haben wirklich Humor, der wohltuend ist. Und deswegen sind gerade in dieser Zeit sehr beliebt jene netten kleinen Filmchen, Videos und so weiter, die man herumschickt, wo man einfach lachen muss. Wunderbar. Es gibt Begabungen, die so befreiend sind. Es gibt Menschen, die können wirklich gut Witze erzählen. Ich kann es nicht. Ja? Aber es gibt viele, die können das. Und das ist, Witz ist etwas, wo etwas auf den Punkt gebracht wird, wo man einfach etwas von einer anderen Sicht anschaut. Mit einem Lächeln, mit einem Augenzwinkern oder mit einem lauten Lachen. Einer, der sehr viel Humor gehabt hat, ist jener Heilige, dessen Gedenken heute am 31. Jänner ist. Weiß das jemand vielleicht zufällig, wer heute im Kalender steht? Genau, der die Vögeln hat pfeifen lassen. Ja, da denken wir hier in Mautern auch an einen verstorbenen Göttlicher Mitbruder, der diesen Namen getragen hatte, hier auch oft die Messe gefeiert hat. Johannes Bosco. Johannes Bosco. Johannes Bosco. Ich schließe meine kurze Ansprache, hoffentlich kurz, mit ein paar Worten. Alle guten Dinge sind drei.
Ja? Ich habe 4 kurze Worte von Johannes Bosco. Der war nicht nur der Begründer des Jugendseelsorgeordens der Salesianer Don Boscos. Er war in Turin und dort für die Straßenbuben ist er ein väterlicher Begleiter geworden, hat ein gewaltiges soziales Werk aufgebaut, aber mit ganz wichtigen pädagogischen Grundsätzen, wo er gespürt hat, was braucht jedes Kind, dass es um seiner selbst willen geliebt wird. Nicht, weil es gute Noten haben bringt, sondern das Kind selber verdient die ganze Liebe. Ja? Und er hat den Kindern vertraut. Es gibt bewegende Geschichten, etwa auch mit Kindern, die im Gefängnis waren. Damals gab es Kindergefängnisse, ja, mit denen er in einem großen Vertrauen umgegangen ist. Ich sage diese paar Worte. Johannes Bosco hat zum Beispiel gesagt, achte jeden, aber fürchte niemanden. Das spricht für eine große Freiheit und eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein. Auch das ist befreiend und befreit vor Zwängen und Ängsten. Das erste Glück eines Kindes ist das Bewusstsein, geliebt zu werden. Das erste Glück eines Kindes ist das Bewusstsein, geliebt zu werden. Wie sehr wirkt sich das auf das Leben eines Kindes aus, wenn es unbedingt geliebt ist und nicht nur, weil es funktioniert. Über das Gebet sagt er, das Gebet ist für die Seele das, was die Wärme für den Körper ist. Und er meint damit, Gebet ist nicht einfach Aufsagen von bestimmten geformten Gebeten, auch das ist ein wichtiger Weg des Gebetes, sondern das, was von innen her erwärmt. Das ist Beziehung, offen sein, empfänglich sein für Gott und sein Licht. Und ich schließe mit jenem Wort, das so manche kennen und auch lieben. Wie er mit vielen schwierigen Situationen umgegangen ist, Johannes Bosco. Und er hat wohl auch manches erlebt, wo Menschen wie besessen waren oder Menschen einfach schwer belastet waren. Traumatisiert, würden wir heute sagen. Die hat er aufgelesen. Und er hat selber ihnen vorgelebt, wie wichtig es ist, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Das wünsche ich uns allen auch, gerade in dieser Zeit, den Frohsinn zu bewahren, kleine Schritte im Guten zu tun und einfach sich zu erfreuen an allem, was ist. Die ersten Spatzen hört man schon pfeifen draußen. Amen. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Amen. Ich bitte jetzt unsere beiden Minister, dass ihr zum Kreuzaltar geht
und noch je 2 Kerzerl holt, entzündet und ansteckt, dass sie durch die Messe brennen. Gell? Während wir jetzt uns sammeln in den Fürbitten, um die Anliegen unserer Zeit, unserer Welt vor Gott zu bringen. Jesus Christus ist der Gesandte, der Heilige Gottes. Durch Wort und Tat wirkt er Wunder, heilt und befreit. Lasst uns zu ihm beten. Für Christen und Christinnen, dass sie das Wort Gottes hochhalten und die frohe Botschaft so verkünden, dass sie die Menschen berührt. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die besessen sind von Größenwahn und von Ich-Bezogenheit, dass ihre Dämonen sie verlassen. Christus, erhöre uns. Für abhängige Menschen, die von ihrer Sucht nicht loskommen, dass ihnen Hilfe durch seine Nähe zuteil wird. Christus, erhöre uns. Für alle, die ökumenische Kirche sein wollen, dass die Einheit, die sie ersehnen, Wirklichkeit wird. Christus, erhöre uns. Für Sterbende, die noch kurz vor ihrem Tod von Gefühlen der Schuld und des Versagens geplagt werden, dass sie durch die Erfahrung deiner Gegenwart befreit loslassen können. Christus, erhöre uns. Halten wir einen Augenblick inne für unsere ganz persönlichen Anliegen und für alle, die jetzt hier in der Kirche sind oder die uns virtuell verbunden sind. Für all diese Anliegen, besonders für alle Kranken, bitten wir, Christus, erhöre uns. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Alle Menschen höret auf dies neue Lied, was der Herr getan hat, jetzt bei uns geschieht. Alles ist bereitet für sein Abendmahl. Er lädt ein und ruft uns, kennt uns allzumal. Öffnet eure Herzen, ändert euren Sinn. Gott will uns begegnen, gibt sich für uns hin. Seine Liebe Gabe ist sein Fleisch und Blut. Wunden sollen heilen, unsere Not wird gut. Lasst uns beten. Unser Gott, wir legen die Gaben als Zeichen unserer Hingabe auf deinen Altar. Nimm sie entgegen und mache sie zum Sakrament der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir
das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Die Länder sind voll seiner Ehre, die Länder sind voll seiner Ehre. Sind voll seiner Ehre. Heilig ist der Herr. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Ja, heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, schenke uns durch die Teilnahme an dieser Feier den Geist, der uns mit Leben erfüllt. Erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes. Stärke unsere Einheit mit deinem ganzen Volk, mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Alois, mit unserem Weihbischof Anton, dem Altbischof Klaus, mit allen Bischöfen, mit unserem Abt Kolumban, allen Priestern und Diakonen, und mit allen Männern und Frauen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Lass die Gläubigen die Zeichen der Zeit verstehen und sich mit ganzer Kraft für das Evangelium einsetzen. Mache uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und als treue Zeugen der frohen Botschaft mit ihnen dir entgegengehen. Vater, erbarm dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst.
Wir gedenken besonders der Verstorbenen der Familien Gruber und Bugel und der Verstorbenen Angela und Leopold Hofbauer. Und auch uns es in den letzten Tagen verabschiedeten Pater Gabriel. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem seligen Josef, mit den Aposteln und den Märtyrern, dem heiligen Stephanus, dem heiligen Severin, mit dem tagesheiligen Johannes Bosco und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Unser christlicher Glaube ist kein todernster Glaube, sondern soll ein fröhlicher, ein froher sein, der frei macht. Das hat einen tiefen Grund, dass Gott für uns wie ein guter Vater ist, wie eine liebende Mutter. Im Gebet des Herrn drücken wir das aus, dieses Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Friede ist Christus, deswegen bitten wir, Herr, schau du auf uns, auf deine Kirche, auf alle Menschen, befreie uns und schenk uns Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Schaut Jesus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr Jesus, befreie uns.
unser Leben will verklären nach den Leiden dieser Zeit. Gott allein will ich vertrauen, um ihn einst im Licht zu schauen. Gib, o Jesu, dein Geleit, gib, o Jesu, dein Geleit. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, das Sakrament der Erlösung, das wir empfangen haben, nähre uns auf dem Weg zu dir und befreie uns. Und lass den Glauben in uns wachsen, das Vertrauen auf dich und das Miteinander. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass ich im Rahmen der Messe heute drei verschiedene Stolenfarben trage. Weiß bei der Kerzenweihe am Anfang zur Lichtmess, grün für den Sonntag und dann jetzt hier die rote Farbe für den Blasiussegen. Der heilige Blasius, dessen Gedächtnis am 3. Februar ist, ist ein Märtyrer und deswegen die Farbe rot. Zuvor aber möchte ich einladen, dass wir für den Herrn Alfred Zeller beten aus Baumgarten, der 88-Jährige vorgestern am Abend im Kreis seiner Familie verstorben ist. Beten wir miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Dass sie ruhen in Frieden. Ich sage jetzt ein Danke für das gemeinsame Feiern dieser Heiligen Messe, allen, die besonders mitgewirkt haben. Danke unserem Organisten, dem Gerhard, Professor Langsteiner. Danke dem Andreas, dem Wolfgang, Gregor und Laurenz, Franz. Danke auch dem Herrn Pfeffel, dem Alexander, für die Betreuung des Livestreams. Ich wünsche allen eine schöne, gesegnete Woche. Jetzt möchte ich den Blasiussegen spenden. Der Blasiussegen geht zurück auf eine Legende, nämlich dass der heilige Nothelfer Blasius in Kleinasien einem Kind, einem Buben geholfen hatte, eine Grete verschluckt hat und zu ersticken drohte. Er hat ihn davon befreit. Und er wird angerufen als Nothelfer, besonders in gesundheitlichen Anliegen, vor allem für Halskrankheiten. Wenn ich jetzt in allgemeiner Form den Blasiussegen spende, da denke ich auch besonders an alle, die uns jetzt verbunden sind über den Livestream.
sei offen für den Segen Gottes und empfange auch diesen Blasius-Segen. Dann erweitere ich ihn um eine Bitte. Normalerweise sage ich, auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und allem Bösen. Ich ergänze, er bewahre dich auch vor Corona und allen Folgen und allen Bösen. So beschließen wir den Segen in allgemeiner Form und dann könnt ihr, die ihr gewissermaßen stellvertretend für alle anderen direkt hier mitfeiert, auch den Segen empfangen. Normalerweise sind die Kerzen vor dem Gesicht, heute halten wir ungefähr 2 Meter Abstand bei diesem Segen. Und heute in einer Woche, immer noch Lockdown, haben wir wieder den Livestream hier aus der Kirche von Mautern. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache des heiligen Nothelfers Blasius, bewahre dich der Herr vor Halskrankheit, vor Corona und allen Folgen und vor allem Bösen. Das gewähre dir und euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit, vor Corona und allen Bösen. Das gewähre dir Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit, vor Corona und vor allen Bösen. Das gewähre dir Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit, vor Corona und vor allen Bösen, das gewähre dir Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und vor Corona und vor allen Bösen, das gewähre dir Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit und allen Bösen und auch vor Corona, das gewähre dir Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit, vor Corona und vor allen Bösen, das gewährte Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheit, vor Corona und vor allen Bösen, das gewährte Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Vor Corona und vor allen Bösen, es werde Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.